Ah ne, das ist... Das ist Salazar wieder. Der von Harry Potter. Ne, Slytherin und so. Boah, das Umgebungsscanner-Ding ist schon hilfreich. Vor allem, wenn die da im Nanosuit... Ich nenne das einfach Nanosuit, weil es mich so an Crysis erinnert. Wenn die da so rumhängen in dem Teil. Boah, die... Ich würde hier gern interagieren. Aber die Tarnkerle stören mich dabei. Holt einfach mal das Schweißgerät raus. Und schweißt random Zeugs auf. Cool. Ich mag die Future-Technik. Brrm. Na verdammt. Okay. Wenn sie sich zurückziehen, können wir vielleicht ein bisschen weiter vorrücken. Hoffe ich auf jeden Fall mal. Was habe ich denn in der Secondary? Stand gerade Explosivpfeil. Ja, stand's. Ah, da Explosivpfeil. Und eine Shotgun unten drauf. Ah, ich bleib erstmal bei dem Dingens. Da sind sie. Krieg ich die so einfach down? Fuck, wenig Muni. Kann man hier irgendwo Muni auffüllen? Oh, und hierfür habe ich auch nichts zum Glück. Da drüben sind auch noch welche wieder. Was macht denn dieses Explosivpfeil-Dingens? Und ich habe hier nur 5 Schuss, das nervt mich. Kannst du mir Muni geben? Nö. Natürlich nicht. Fuck. Ah, das meinen sie mir Explosivpfeile. Ah, Geschütze kann man ja nicht mehr messern. Na egal, wenigstens merken sie nichts. Okay, kann ich hier irgendwo... Wo sind meine Kollegen eigentlich? Kommen die hinterher? Leute, wo seid ihr? Hallo? Naja. Ach, da ist einer. Und hier mein Geschütz. Und keine Taktikgranaten mehr. Ja! Alter, dieses Geschütz, ne?
So, das ist auch neu in Black Ops 2, dass man Geschütze jetzt nicht mehr messern kann, sondern auf sie draufballern muss. Aber dafür gehen sie einigermaßen schnell down. Wo ist es da? Ah ne, das ist sogar eine Person. Also ich mag die neuen Sounds auf jeden Fall von den Waffen. Finde ich cool. Aber ich will jetzt gleich mal eine kurze Aufnahmepause machen. Vielleicht werde ich heute später nochmal aufnehmen. Mal schauen. Dann habe ich jetzt hier erstmal eine Stunde wieder. Reicht ja fürs erste Mal. Nachdem ich die erste Folge sowieso eine halbe Stunde lang machen wollte. Und dann werde ich jetzt mal mich in der Runde in den Multiplayer wagen und da übelst professionell alle fertig machen. Hallo Kollege, du darfst gerne mitkommen. Tempeltür zerstören. Diese Anlage ist unterhalb vielleicht noch größer. Kraken, hier Section. Oberflächeninstallation ausgeschaltet. Rücken vor, um Sekundärgebäude zu untersuchen. Ah. Ah, okay. Cool. Pass auf, wo du hintrittst. Die Flut kann Schäden verursacht haben. Ich werde es versuchen. Okay, ich habe es schon mal nicht geschafft. Gibt es kein Zurück mehr, was? Gut, ich glaube, beim nächsten Speicherpunkt mache ich dann mal einen. Okay, beim nächsten Speicherpunkt mache ich dann mal einen Cut. Und wir infiltrieren mal diese. Scheiße. Sieh dir das an. Was wir gesehen haben, war nur eine Ablenkung. Die Mauern sind mehrere Meter dick. Drinnen ist kein Empfang. Sag Briggs Bescheid. Wir gehen rein. Kraken, hier Harper. Bestätige Technologieeinrichtung unter dem Tempel. Fordere Räum- und Eindämmungseinheit für unsere Position an. Achtung! Kommunikationsausfall im Innern erwartet. Kraken bestätigt. Boden zurück zu sofortigem Einsatz. Geschätzte Ankunftszeit folgt. Salazar, aufmachen. Schützige Weste. Feindliche optische Systeme. Unsere Techniker müssen das analysieren. Sieh den Anzug an. Sie werden dich kaum sehen. Was habe ich hier? Die lasse ich mal liegen, die gefällt mir so. Okay, dann ziehe ich mal den Anzug an. Gut? Das nennst du gut? Junge! Alter, was ist los mit dir? Mann, ey, das ist wieder einer von uns. Warum sie sich auch immer umdrehen, obwohl die Feinde vor uns sind. Wie lange hält dieser Anzug eigentlich? Gut, ich hoffe mal, also beziehungsweise ich glaube, dass es den nicht im Multiplayer gibt. Das wäre auch ein bisschen zu overpowered. Ganz wenig vielleicht, ganz wenig. Und schon wieder keine Muni für den Scheiß. Eindeutig zu wenig Schuss. Dass sie es nicht wundert, wenn hier so eine Waffe einfach in der Luft rumfliegt. Gut, wo geht's nach unten? Hier ist die Treppe, gut. Hallo meine Freunde. Wie geht's euch so? Achso, das. Ja. Das war wirklich ein Freund.
Boah, ich find's wirklich cool, dass diese Tarnung die ganze Zeit hält. Kommt ihr? Kontrollpunkt erreicht. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir runter und machen kurz eine Aufnahmepause. So. Du stirbst noch. Du Ding. So. Na komm, räumen wir das Gebiet hier noch kurz. Ich finde den Grenade Launcher am Arm ganz cool. Was er auch alles. Was hat er eigentlich nicht am Arm dran? Ich glaube nicht, dass er sehr arm dran ist. Ja, und mit diesem Flachwitz beenden wir mal die erste Aufnahme von Call of Duty Black Ops 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir macht auf jeden Fall Spaß. Mal wieder ein neues Game. Und ja, ich werde jetzt erstmal was essen gehen und vielleicht später nochmal aufnehmen. Mal schauen, auf jeden Fall kommt heute die erste Folge und dann sehen wir mal, wie es euch so gefällt. Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Sagt mir eure Meinung zu dem Spiel. So, wir hören uns dann beim nächsten Mal oder bei irgendeinem anderen Video. Bis dann, Servus. So, da sind wir wieder. Black Ops 2 Kampagne. Wir müssen weiterhin die Labore infiltrieren. Ich habe den Sound jetzt wieder lauter gedreht, nachdem er wirklich zu leise war. Tut mir leid. Wie gesagt, ich. Mit Einstellungen beim neuen Spiel ist es immer schwierig, vor allem ohne eine Testaufnahme zu machen. Aber ich hoffe, jetzt passt er so. Dann schauen wir mal, was uns hier drin noch erwartet. Wer und was. Ah, wir haben hier den schönen Tarnanzug wieder. Jetzt schwebt bei uns eine Waffe in der Luft. Und die wundern sich natürlich nicht. Schon. Bisschen overpowered das Teil, glaube ich, aber naja. Ich will mich mal nicht beschweren. Komm raus. Wie sieht der mich denn jetzt auf einmal? Kann ich den gleich weglassen? Was? Juhu. Neue Aufnahme fängt an und gleich der erste Fail dabei. Jawohl, so muss das. Okay, also hier gibt es auch irgendwelche explosiven Tanks auf der Map. Gut zu wissen. Okay, so sehen die aus. Gut, die sind jetzt schon explodiert und ich hoffe mal, da passiert jetzt nichts mehr mit denen. Acht auf automatische Geschütze, ja, ist mir schon klar, aber wo sind denn hier welche? Okay, hier ist Munition. Ja. Ah, das habe ich auch übersehen, dass da oben irgendwo Munition war. Okay, man kriegt sie kaputt. Das ist gut. Ich finde es wirklich ein bisschen overpowered, dass man wirklich irgendwie nicht irgendwie Energie für diesen Anzug braucht oder so. Und dass man da den einfach, solange man will, benutzen kann. Okay, alles frei. Alles frei? Gut. Wenn du das sagst, Harper. Darf ich? Gut, machen wir mal kaputt. Natürlich Spreizzange dabei. Das ist ein 3D Fabrication Labor. Waffenkomponenten, kleine Waffen, so ein Zeug halt. Spielzeug. Die stellt sich wohl auf einen längeren Jo. Weg ein.